Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Viele werden das Spiel wahrscheinlich kennen. Viele berühmte YouTuber haben das Spiel auch schon selbst gespielt. Ich kenne auch eine YouTuberin. Mir fällt gerade der Name von ihr nicht ein. Sie spielt das Spiel auch. Sie ist, glaube ich, von Julians Blog. Und sie ist ziemlich ungeschickt. Also selbst in dem Spiel. So, ich selbst bin natürlich schon geübter, wie ihr seht hier, geübter Arbeiter, Level 11, über 9000 Kilometer gefahrene Strecke. Ja, das hier ist Version 1.3. Ich bin jetzt nicht genau darüber informiert, ob es schon neuere gibt. Werde ich mich die Tage mal informieren. Ja. Mal einfach mal einen neuen Account. Den nehmen wir natürlich Leomide. Bild. Ja, mal gucken. Oh, schon ein paar merkwürdige Fratzen dabei. Naja, nehmen wir den hier. Der sieht doch nach einem richtigen Trucker aus. Ja. Yeah. Dann nehmen wir einen Iveco. Ihr seht, habe ich auch ein paar Mods drin, die ich aber nicht gerne verwende, da die meisten eigentlich eher weniger sind. Firmenlogo, natürlich das hier, also man muss ehrlich sagen, dieses Firmenlogo ist so ziemlich das Beste, was es in diesem Spiel gibt, weil vergleicht mal. Es kommt eigentlich immer drauf an, was man macht. Na? Also wenn man mehr Gefahren gut fährt, ist natürlich dieses Zeichen am besten, aber im Allgemeinen ist eigentlich das hier am besten. So, der Firmenname, nennen wir ihn einfach mal, ja, YouTube Logistics. Und erstellen. Einfach überspringen wir natürlich. Ich kenne das alles natürlich schon. Startstadt. Wollen wir mal sehen. Ja. Nicht ganz so leicht. Aber ich wollte mal sagen, ich starte in Kiel. Nein, das Tutorial will ich nicht durchgehen, das kenne ich bereits. Ich bin auch ein recht geschickter Fahrer, also ich bin nicht der beste Fahrer, aber sagen wir mal so, ich bin besser als so mancher. Ja, ja, willkommen im Euro Truck Simulator 2, das ist alles weiterhin Intro und Tutorial. So, man startet auch direkt mit einer Lieferung, wie man hier sehen kann, das ist hier natürlich. Hier sieht man aus der Fahrerkabine. So, hier steht dick und fett Iveco. Hier den... nein, das... Oh, ich habe dann eingebaut das Navi, das heißt, das brauche ich nicht. Das brauche ich dann auch nicht. Nein. So. Jetzt bin ich... komplett... ohne Hilfe. Ich nutze nur das Spiel an sich. Keinerlei Hilfe. So, wollen wir mal starten. Ja. Die erste Lieferung ist eigentlich nie wirklich weit. Wollen wir das mal nutzen? Das war knapp.
Ist natürlich wirklich gut, das Spiel. Ne? Lohnt es, es lohnt sich zu kaufen. Ne? Also für Leute, die noch mehr ins Spiel reingehen wollen, können auch noch die Automatik ausschalten und dann komplett manuell schalten. Das ist dann noch mal ein großes Stückchen schwieriger. Ach, Mist. Ja. Sowas passiert auch öfters mal. Leider. Es kostet doch immer viel Geld, wenn man irgendwie Mist baut. Geld, das man braucht. Alter, jetzt bewegt er sich da nicht. Ja, jetzt bewegt er sich. Wo ich schon zurückgesetzt habe. Ja, großartig. Großartig. Echt? Da setze ich zurück, um den rumzufahren. Weil ich denke, der bewegt sich immer, aber bewegt er sich. Und dann ist er noch rot. Ich wäre rübergekommen. Also echt, ey. Also manchmal verstehe ich es einfach nicht. Aufregen bringt nichts. Führerschein. Ich mache den zwar in einem Jahr, aber ich habe bisher keinen Führerschein und keinerlei Übung im Fahren, bis auf vielleicht irgendwie Rennspiele und natürlich hier in meinem bestehenden privaten Spiel hier von Eurotruck Simulator 2. Also deshalb kann ich einigermaßen fahren und ich hoffe mal, dass ich das Ganze in dem Jahr auch in meiner Führerscheinprüfung stecken kann. Und bin dann mal gespannt, wie die Zukunft aussieht. Ja, vor allem, ob ich den Führerschein schaffe. Ich selbst finde so Trucks finde ich natürlich sehr interessant. Vor allem die amerikanischen Trucks, die gefallen mir. Würde mich mal interessieren, gefallen euch Trucks? Wenn ja, welche sind es? Und sind die aus einem bestimmten Land? Gibt es die nur in einem bestimmten Land? Und gibt es unter euch vielleicht zukünftige Truckfahrer, beziehungsweise sind welche unter euch, die schon Truckfahrer sind? Das würde mich immer brennend interessieren. Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Eurotruck Simulator 2 ist natürlich viel Herumfahrerei, vor allem auf den Autobahnen, das muss man leider bedenken. Die Umgebung ist auch schon schön gestaltet. Also, die Umgebung könnte natürlich schöner gestaltet werden, wenn 3D-Graphics drin wären. Ist hier leider teilweise nicht, wie man hier an den Rändern sehen kann. Da die Bäume leider teilweise blass müssen nur bildlich dargestellt sind und nicht in 3D. Ich hoffe, da beheben die Entwickler noch was. Hoffentlich. Ja. Allgemein kann man auch sehr gut navigieren, wenn man nur das Ziel kennt. Navi ist natürlich nicht schlecht. Wenn man mit dem Spiel anfängt, sollte man immer mal mit den ganzen Hilfsmitteln zusätzliche Rückspiegel, die dann immer angezeigt werden und halt das Navi mit den ganzen Informationen, die man dann überall abrufen kann. Später, wenn ich noch besser bin, werde ich mit Sicherheit auch auf meine Manuelle-Schaltung umschalten. Aber ja, so weit traue ich mich noch nicht dran. Und ja, wie ihr seht, verlasse ich mich bisher schon. Da habe ich bisher wirklich Hilfe bis natürlich auf die Automatikschaltung abgeschaltet.
Man kann natürlich auch alles prima ablesen von den ganzen Tankanzeigen. Hier zum Beispiel gibt es die Tankanzeige, auch die Anzeige, wann man schalten muss, mit dem ganzen Wischwasser, natürlich der Geschwindigkeit. Natürlich auch welchen Gang man fährt. Jeder Truck hat ein eingebautes Navi. Scheiße! Naja, wenigstens wurde es mir nicht angerechnet. Gute ist, dass mir der Unfall diesmal nicht angerechnet wurde. Man ist nie schön, wenn einem ein Unfall angerechnet wird. Ja. Das Navigieren selbst ist natürlich auch recht einfach. Das Steuern ist natürlich gewöhnungsbedürftig, also da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen, weil mit dem Truck ist das halt nicht ganz so einfach zu steuern. Das muss man bedenken. Das ist nicht ganz so einfach. Weil da man ja auch alles einschätzen muss, wie man da so fahren muss, um da nichts zu beschädigen. Ich will ja auch sehen, wann es grün wird. Und es ist gelb und es ist grün. Ja, und weiter geht's. Das Gute ist, dass die ganzen Autofahrer, die nehmen auf einen Acht. Also sie achten nicht unbedingt darauf, wenn man den Blinker einschaltet. Aber wenn man zum Beispiel auf die andere Spur kommt, dann versuchen die das schon einzurichten, dass da keine Kollisionen entstehen. Also das ist auch schon ganz gut gemacht worden. Die Autos agieren auch schon sehr selbstständig. Also, wie gesagt, hat schon einige Vorteile. Jetzt hier nicht unbedingt viel Zeit mit Einparken verschlempern.